Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dingeskirchenstar. Ja, jetzt bin ich gerade voll verwirrt. Watch Dogs Legion. In der letzten Folge haben wir die Kelly da den Server haben wir geklaut. Das war's. Genau. Und jetzt holen wir uns gerade mal 9 Rekruten. So, war so mein Plan. Ballert, das war viel. Oh, man kann die Tür aufmachen. Geht das wirklich? Warte mal. Vielleicht einfach mit mehr Schwung. Naja, oder auch nicht. Naja, halt, schade. Sag mal. Jeder normale Mensch würde in die andere Richtung ausweichen, aber nein. Hier stehen lauter geparkte Autos. Tschüss, Motorrad. Halt's Maul. Ey, sei still, meine ich. Naja, die Karre ist nicht unbedingt schnell, glaube ich. Aber wir müssen damit ja auch nur 2 Kilometer überbrücken. Wo habt ihr denn alle? Ich fahre doch völlig gesittet. Ich hätte mich mein Chaskos reinleben sollen. Da bin ich gefahren. Da geht's. Das hier, ja, Kindergarten. Wer sich das überhaupt mal anschauen möchte, kann es gern tun. Wo geht's denn hier lang? Da geht's lang. Geradeaus und vorne rechts. Keeping you safe. Alles klar. Das klingt nicht sehr vertrauenserdrückend. Der sah auch schick aus, der kleine Rote da. Was hat sie gesagt? Nein! Fuck. Warum ist da eine fette Drohne? Ich sehe sie nicht mehr. Schade. Nur wegen dem blöden Taxleiter musste ich jetzt die Straßenseite wechseln. Soll auch meine sagen, ich fahre wieder Henker. Das ist nämlich gar nicht wahr. Ich passe da durch. Nee, nur eine Spur? Was soll denn das? Ich brauche mindestens 3 Spuren für mich alleine. Und ich bin schon da. Toll. Police oder was? Autopilot aktiviert. Lass das, steig aus. Du hast den Ort gefunden. Scheiße im Hirn. Wer, du? Sind die nett hier? Ups, ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Aber warte mal, wenn ich gerade hier bin. Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte das da. Aber okay, gut, dass das auch funktioniert hat. Der Typ hat eine Schrotflinte. Da drüben ist. Bitte geh weiter, danke. Du solltest jetzt sofort gehen. Mach dich bereit! Au. Ich werde hier geschossen! Alter. Kam die von hinten an, die dumme kleine Pissnelke. Hallo, hallo. Jemand anders macht blau, darum bist du jetzt dran. Okay, okay. Ja, das ist der Ort. Wie kann man es eigentlich während Dings die... Das will ich nicht, mach das weg. Wie kann ich denn... Blitzhack, passiv, ausgerüstet, bla...
Mich interessiert halt, das heißt ja, man kann während man halt irgendwas macht, die Charaktere wechseln, aber ich habe irgendwie nicht rausgefunden, wie das gehen soll. X-Wechsel vornehmen. Machen wir es doch einfach mal so. Ja, das dauert ein bisschen. Alles klar. Und die läuft dann einfach. Das ist der Ort. Und die läuft dann einfach dahinter. Mhm. Ist hier irgendwer? Schauen wir mal nach hier. Auf jeden Fall können wir hier scheinbar aufs Dach rauf. Und zwar komplett. Ist das der Bereich, wo wir vorhin waren, oder? Ich sollte hier nicht so offen rumlaufen. Das da ist der C2S-Hub. Bin ich gerade irgendwo noch eine Falle? Da war sie. Muss ich doch, dass da irgendwo eine war. So, da sind wir wieder. Das Spiel hat sich wieder aufgehängt gerade. Also eigentlich hat sich OBS aufgehängt. Warum auch immer. Dann machen wir das jetzt halt mal. Das dritte Mal. Alle guten Dinge sind drei, habe ich mal gehört. Was noch? Zack. Den hier mitnehmen. Ups, mitnehmen. Die Tür lassen wir besser, glaube ich, mal zu. Hm? So aus Sicherheitsgründen. Wir machen trotzdem hier mal einen Take-A-Look, was wir so noch im Angebot haben. Hier unten scheinbar ist aber nichts mehr. Das ist schon mal gut. Dann können wir jetzt ja da hochmarschieren. Erstmal den Typen hier schlafen schicken. Ich mag den neuen Skill mit Leute werden getarnt, verschwinden. Bester Skill, glaube ich. Den mochte ich schon. Es gab so einen ähnlichen Skill in... Gott, wie hieß das Spiel? Dishonored. Da haben sich dann die Leichen auch aufgelöst. War genauso cool. Ach schau, und da oben ist noch so ein anderes Ding. Gut zu wissen. Hat sich ja doch schon rentiert, dass wir raufgegangen sind. Bitte fall nicht runter. Na gut, er fällt runter. Aber er hat sich aufgelöst. Also getarnt halt. Daher ist mir das gerade ziemlich wurscht. CTOS-Hub lokalisiert. Da ist noch einer. Und der ist plötzlich her.
Da müssen wir also noch mal rauf. Und da unten ist es auch noch einer. Und ihr bildet euch doch hier gerade spontan, oder? Zack, wieder einer weg. Voll brutal und voll geschmeidig gerade geht's hier durch. So mag ich das ja. Alles scharf machen, lassen wir mal. Viele dürften jetzt eh nicht mehr sein. Zack, Feierabend hier. Ist ja so, läuft das. Einfach mal durchgehen hier und alles hier einsacken. Hier haben wir auch noch was. Nehmen wir auch noch mit. Interagieren, hacken. Setze Rootkit ein. Download. Die Polizei hat sie wegen möglicher Selbstjustiz im Visier. Anscheinend nimmt sie den Begriff Verbrechensbekämpfung sehr wörtlich. Sie überfällt Geschäfte von Clan Kelly und prügelt die Scheiße aus den Leuten, die sie führen. Ich bin beeindruckt. So jemanden wie Sie könnten wir brauchen. Greife auf Ihre Optik zu. Sie ist aufgebrochen zu einem Überfall bei diesen Koordinaten. Mal sehen, was diese Rächerin drauf hat. Ah, da unten. Upsala. Schwierig. Meine Augen. Warum habe ich hingeguckt? Damit ich... damit ich die hier ordentlich hin verpassen kann. Wie kommen wir denn rein in den Laden? Hä? Na, hier ist ein Hebel. Ja, aber du bist ja scheinbar nicht. Ja, das Ding sehe ich wohl, aber irgendwie gerade keine Option, da reinzukommen. Ja, schwierig. Wo sollen wir denn das eigentlich hin? Dahin. In der Nähe vom London Eye. Na gut, dann machen wir das mal. Da stehen zwei Leute rum. Also wir sind hier fertig. Da rein, nein. Da unten steht schon ein Auto. Zwei. Geh mal auf die Seite, Junge. Das ist das Auto, mit dem wir hergekommen sind, oder? Springt ihr denn schon auf die Seite, wenn ich noch 20 Meter weg bin? Da. Benutzt einen Bürgersteig. Oder wie heißt das Ding? Fußgängerüberweg. Upsala. Ja, er ist ja schon recht. Du hast vollkommen recht, ich bin auf der falschen Seite gefahren. Es sind ja schon wieder 2 Kilometer, bis wir da hinten sind. Na egal. Aber ja, durch die Questreihe mal ein bisschen was hier erledigen. Da. Ich kenne mich halt null aus in England. Also in England schon, aber also nein. In London halt nicht. Ist das hier die Tower Bridge? Doch, ist das sogar. Ach, da unten steht es hier sogar. Bin ich dämlich. Da kann man sogar noch ein bisschen was lernen, hey.
Das kam mir doch bekannt vor, so von den Bildern. Melde alle Verbrechen, spiel die Petze, sei der Denunziant. Nur so ist das Leben lebenswert, zumindest in London. Zu der Zeit, in der dieses Spiel spielt. Keine Ahnung, welches Jahr das ist. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Dankeschön. Alter, Alter, Alter. Schau mal nach links und rechts, ihr habt doch Augen im Kopf. Vorne ist ja schon das bekannte London Eye. Ich fahr mal hier lang. Da. Also manchmal. Die fahren ja wie bei uns früher in München. Wir sind da. Wo parke ich denn hier? Ich bin da. Aber von unserer Rächerin ist nichts zu sehen. Ich schaue mich um. Irgendjemand könnte was gesehen haben. Sprich mit einer Zeugin. Gehen wir mal darauf. Da. Was hast du denn? Erzähl mal. Erzähl mir einen Schwank so aus deinem Verrücktes Leben. Das habe ich noch nie gesehen, Mann. Da kommt diese Lady rein und fängt einfach an, diese krassen Gangstertypen total zu vermöbeln. Sie hat bestimmt ein Dutzend ausgenockt, bevor sie überwältigt und weggeschleppt haben. Verdammt. Sie braucht unsere Hilfe. Sie braucht auf jeden Fall Hilfe. Diese Typen sind richtig miese Schweine. Puh, glaub mir, an ihrer Stelle möchte ich gerade echt nicht sein. Naja, aber was willst du erwarten? Tja, sie ist ziemlich am Arsch, was? Naja, wir haben's versucht. Nur das zählt. Wir sollten ihr helfen. Vielleicht schließt sie sich dann an. Wo ist es denn? Gleich hier in der Nähe. Lass mich raten, irgendwo hier unten, wo ich die Öffnung und schließen habe. Das heißt, wir brauchen einen anderen Weg. Hier braucht... Im Regen so einfach rumstehen, so random, ist natürlich auch immer eine Lösung. Wie kommen wir da mal hier ab? Zack, sind wir drinnen hier in der Bude. Irgendwo eine Falle, die ich benutzen kann. Ich sehe keine. Das ist irgendwie schon mal suboptimal. Deswegen schaut man schon mal aus. Das nervt mich danach nicht mehr. Ja, aber... Da oben ist noch was. Aus Reichweite. Ja, wenn wir erstmal hier sind, dann schauen wir weiter. So, eigentlich freundlich oder feindlich? Ja, du bist feindlich, du bist vom Clan Kelly, alles klar. Er hört sich immer, als müsste er gleich kotzen, ne? Knack. Da wäre eine gewesen. Die machen die mal vorsichtshalber mal scharf. Alter, das war irgendwie knapp, oder? Gerade. Na egal, wir haben. Die Geisel ist hier. Hol die Frau raus. Chill deine Nuggets. Bin ja, glaube ich, noch nicht ganz fertig.
Gehen wir mal her. Haben wir hier irgendwas zum... Haben wir was? Eigentlich wollte ich hier hin. Da haben wir schon mal einen Fluchtwagen. Das sehen wir auch gleich mal aus. Scheint den aber nicht zu stören. Mal haben wir nicht Technik. Wenn ich irgendwas mit möglich anlocken. Doch hier unten. Upsala. Dankeschön. Ja, komm ran hier. Hilfe! Shit, ich hab hier was gefunden! Und Feierabend hier. Ich liebe das. Das ist so cool. Ich glaube, wir haben hier drin alles geklärt, oder? Ah, hier immer noch. Das, was wir hier manuell machen müssen. Na komm. Das gefällt mir gut. Und rechts von uns war noch irgendwas zu lesen. Irgendwo hier. Oder da. Wo ist es denn jetzt? Ah, da liegt's. Nico, ich habe kein Problem, mich um dieses Künstler... Ich habe mich um... Was? Nico, ich habe mich um dieses Künstlerarschloch gekümmert. Er wird dir keine Probleme mehr machen. Und wir werden nie wieder ein Kunstwerk von ihm sehen. Mittlerweile könnte er glatt als, selbst als Kunstwerk durchgehen. Ich sollte Eintritt dafür verlangen. Mhm. So einer bist du also. War hier nicht noch gerade was angezeigt von Kohle? Ja, klar. Machen wir es mal so. Oh, Frau. Mach kein Scheiße. Ja, komm mit, Tante. Ah, nee, hier geht's gar nicht raus. Warte, hier geht's lang. Bam, 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 bam. Da wäre auch noch eine Falle gewesen. Mhm. Och, Tante, komm mit hier. Bin ich schon so langsam unterwegs? Mit. Bist ihnen wohl ausgewichen? Geht doch. Du hast mich gerettet. Danke. Ohne dich. So, hab ich dich. Gerettet, bist du meins. Alles okay? Ja. Ich hab dem Teufel schon mal in die Augen gesehen. Okay, ich verstehe schon. Allein zu arbeiten verringert das Risiko für die Leute um dich herum. Aber glaub nicht, dass du es allein mit der ganzen Unterwelt aufnehmen kannst. Du wirst noch getötet. Oder noch was Schlimmeres. Ich musste das tun. Leute aus meiner Gegend sind unterdrückt, von Abschiebung bedroht und uns wird gesagt, wir gehören nicht nach London. Unseren Unterdrückern fett die Angst einzuprügeln. Dazu sind wir gezwungen. Sie schubsen und ich schlag zurück. Und wenn ich mein Leben dabei verliere. Detzek sucht nach Widerstandskämpfern. Und du scheinst den Widerstand in dir zu tragen. Wie wär's, wenn du ihn entfesselst? Ich mach mit. Alles klar. Dann haben wir jetzt eine neue Tante an unserer Seite. Rekrutierung abgeschlossen. Ich suche das Teambriefing. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge.
Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao.